Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Regionalliga-Spiel zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und der VSG Altglienicke. Halbzeitstand 0:0, Endstand 1:3 für die VSG Altglienicke. Zuschauerzahl 2068. Bevor ich jetzt zu irgendwelchen qualitativ minderwertigen Aussagen komme, fragen wir doch direkt erstmal die Trainer, was sie zum Spiel sagen. Unser Gästetrainer Carsten Heine zu meiner Linken. Bitte. Ja, vielen Dank und erstmal schönen guten Abend in die Runde. Erstmal darf ich das vielleicht sagen, wir haben uns dieses Spiel sehr gefreut, weil das alles hier mit Fußball zu tun hat. Ich meine vom Umfeld her, Zuschauer endlich wieder, gutes Stadion, auch hier so eine Pressekonferenz haben wir sicherlich in der Regionalliga sehr selten. Also das ist sehr angenehm und natürlich freuen wir uns auch, das möge man uns zugestehen, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten. Wir haben am Sonntag ein schweres Halbfinalspiel gespielt und wollten natürlich heute trotzdem zeigen, dass wir hier bestehen können. Wir haben sehr gut angefangen mit zwei Riesenchancen, die der Keeper von Lok hervorragend hält. Konnten dann noch so ein paar Minuten, 10 Minuten später das Spiel offen gestalten und danach muss man schon ganz klar sagen, hat Lok hier die Initiative ergriffen und das Spiel dominiert, keine Frage. Was wir gut gemacht haben, wir haben gut verteidigt. Was wir nicht gut gemacht haben, dass wir also kaum eine Kombination über 2-3 Stationen zustande gebracht haben. All das war in der zweiten Halbzeit besser und wie die Truppe sich dann nach dem Rückstand dort nochmal richtig reingekämpft hat, das ist aus meiner Sicht, aus unserer Mannschaft sehr gut gewesen. Und deshalb sind wir natürlich froh, dass wir diesen Sieg heute landen konnten, wohl wissend, dass mein lieber Almo Schieber und Sie hier sicherlich die meisten Saal darüber nicht so glücklich sind. Trotzdem wünsche ich euch natürlich weiterhin für den Rest der Saison alles Gute, Almo. Danke. Vielen Dank, Carsten Heine. Almedin, Halbzeit 0:0, dann 1:0 in Führung gegangen, zum Ende leider 1:3. Dein Statement bitte. Ja, erstmal guten Abend. Ja, danke. Trainer, war es ja mein Trainer, einer der besten, den ich hatte. Das zum Kompliment und Glückwunsch zum Sieg. Ja, die zwei Chancen von Altglienicke schenken wir ja auch, wo Farid den anschießt und dann gegen Pfosten. Aber was soll ich erzählen? Ich kann hier viel erzählen. Nach zwei Minuten, wenn ich den Raum hier verlasse, interessiert es eh keinen, weil wir haben verloren. Ich mach's mal, versuch's kurz zu machen. Wir haben heute ein Riesenspiel gemacht. Was die Jungs gezeigt haben, war. War nicht selbstverständlich für Regionalliga. Das war ein bisschen höher als Regionalliga. Und ich habe zwar nicht ganz hoch gespielt, aber ein bisschen höher schon. Und die Art und Weise, wie die gespielt haben, das war eigentlich sehr, sehr stark. Ja. Wir machen unsere Tore nicht, kann man auch nicht, weil, wie Trainer gesagt hat, die ist eine Mannschaft von Altglienicke, die auch sehr gut verteidigt und sich in jeden Ball reingeworfen hat. Zweite Halbzeit machen wir das 1:0 und ja, spielen dann so weiter, machen Druck, lassen die nicht zur Entfaltung kommen, kriegen dann ein Tor, was dann zeigt, was eine individuelle Qualität ist mit Tugay Uzan, den ich auch jahrelang kenne. Daran sieht man, wo er gespielt hat und warum er nicht gespielt hat, noch höher ist, weil er Verletzungen hatte. Und da stellen wir uns einfach zu dumm an. Nach dem 1:1 haben wir so viele Chancen gehabt, mussten auf Konter aufpassen, was wir auch gut verteidigt haben. Wir machen die Tore nicht rein. Und das zweite Tor, ja, dann ist auch Orhan Yildirim auch eine Qualität. Aber das sind alles Fehler, die alle, wenn man 3:1 verliert und dann redet man immer über Abwehrfehler und. Klar, das ist auch in Ordnung so. Aber bei so einer Situation muss man natürlich auch reden, warum machen wir die Tore nicht vorne rein? Wir sind eine Mannschaft und haben es sehr, sehr stark gemacht gegen einen Gegner, die auch am Anfang der Saison oben spielen wollte und auch ist und angreifen, dritte Liga und so weiter und letzte Jahre. Und man hat auch die Power gesehen, die Qualität im Kader von Altglienicke. Aber wir haben es heute, also es ist nicht nur ärgerlich, sondern es ist einfach traurig. Also ist wirklich so, das ist mein Gefühl jetzt.
ist einfach traurig, weil wenn man so ein Riesenspiel macht und so eine Fehler macht zum Gegentore oder zum, dass der Ball nicht reingeht, Ballannahme oder warum schießt man, macht noch einen Kontakt und so weiter, kann man viel analysieren. Dann ist man traurig, weil die Jungs haben es stark gemacht, ja, aber auf den Gegner getroffen, der eiskalt war. Und ich muss ehrlich sagen, das hat nichts mit der Leistung mit Altglienicke zu tun. Ich wäre sogar mit dem Unentschieden nicht zufrieden gewesen. Ist einfach so. Weil wenn man so einen Aufwand macht, wenn man so spielt, dann ist der Unentschieden auch 2 verlorene Punkte. Jetzt haben wir 3 verlorene Punkte. Aber als Trainer muss man gucken, dass wir aufstehen, dass es weitergeht. Aber das kann schon sein, dass so ein bisschen dieses Spiel, wenn man sieht in den Augen oder in der ganzen Bewegung von den Spielern, dass sie... Ist wie wenn man, also die Stimmung ist, wie wenn wir abgestiegen wären. Und das ist eben schade, weil die wissen, was sie geleistet haben, wissen aber auch, was für Fehler die gemacht haben. Und das ist schade. Aber nichtsdestotrotz, danke, dass ihr da wart. Ja, hat Spaß gemacht. Altglienicke mehr als uns, aber gut. Wie gesagt, wenn ich hier den Raum verlasse, interessiert sowieso keinen, wer wie was gemacht hat. Wir haben verloren und... gucken zu, dass wir jetzt die restlichen Spiele vernünftig über die Bühne bringen. Ja, dass wir unseren Weg machen, was der Verein sehr gut macht und den Gegner. Viel Erfolg im Finale. Danke. Gegen einen Drittligisten, ich glaube, da ist was drin. Bis dann. Ciao. Danke auch dir, Albe. Weiter geht's auf jeden Fall und zwar schon am kommenden Sonntag gegen Germania Halberstadt, auswärts in Halberstadt. Da freuen wir uns natürlich auch auf kräftige Unterstützung und ansonsten sehen wir uns bestimmt nächste Woche wieder am Mittwoch gegen den ZFC Meuselwitz. Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend noch.